Ravi wurde von mir noch schnell umgestylt. Sieht jetzt ein bisschen anders aus als im Umstyling-Video, aber die gleichen Klamotten ungefähr. Und wir werden jetzt mit ihm ein bisschen spielen. Oder eher mit Pippi. Oh, ist das süß. Also, ich heiße gar nicht Pippi, sondern Sheila. Damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ihr wisst schon, nein, was machst du da? Sind es drei von mir, Monroe. Und ja. Ja, ich bin gespannt, was hier jetzt passiert. Als allererstes setzt du Ravi mal bitte hier ab. Oder da hinten. Geht auch. Weil er ist gar nicht müde. Weißt du? Und dann musst du ihn einfach nicht ins Kinderbettchen setzen, weil dann kann er hier mitspielen. Und weil du jetzt hier nichts zu tun hast, kannst du was essen. Snack essen, einen grünen Salat finde ich gut. Und dann kannst du hier noch ein bisschen lernen. So. Dann ist Lilly jetzt ein bisschen versorgt. Er ist am Pennen und hat dann Hunger und kann deswegen auch was kochen. Ich hoffe, es brennt nicht an. Wie sieht es mit seinen Fähigkeiten aus in Bezug auf Kochen? Geht. Okay, dann kann er hier Frühstück servieren, Waffeln und kümmert sich dann mal an seinem Wochenende um seinen Garten da hinten. Ich hoffe, der ist noch nicht komplett verwelkt. Pflanze gießen. Sind ja nur zwei Pflanzen. Ach so, ja gut. Haben wir noch eine Pflanze im Inventar? Ja, aber die können wir nicht pflanzen. Okay. Analysieren. Probe erforschen geht nicht. Okay, dann halt so. Du, was machst du hier mit Ravi schon wieder? Ravi absetzen, aber Ravi sitzt doch schon. Du hast aber auch Probleme. Und Ravi spielt jetzt. Im Schlafanzug natürlich. Was sonst? Ah, was ist mit euch los? Du musst dich schon wieder bewegen. Sag mal, wie viel musst du dich denn bewegen? Pieseln. So. Herumgaloppieren wäre vielleicht ganz gut. Ja. Okay. ich habe schon wieder so eine Phase, wo man nicht weiß, was man sagt. Ach du Kacke, Scheiße. Akiro. Zack. Akiro, komm mal raus, bitte. Und Zack kümmert sich jetzt einfach mal um dich. So, ein bisschen schneller. Ich will nämlich nicht, dass der vom Tierschutzdingens da abgeholt wird. Genau, das wollte ich sagen. Akiro, bleib stehen. Jetzt kommt ja gleich jemand. Ist gut. Ist gut. Wir haben gleich jemanden. Hand beschnüffeln lassen. Wo willst du denn das Pferd hinführen? Hier pflegen kannst du ihn ein bisschen. Und danach ist Spiritus dran. Meo geht soweit gut. Meo muss was zerstören. Ja, zerstör die Zeitung. Oh Gott, die sieht schon wieder aus. Ist hier irgendwas ausgelaufen? Ach, es läuft die Tür raus, natürlich. Wie geil, einfach. Ich weiß gar nicht, wer das dann aufwischen kann. Ich glaube, James. Ah, James sollte sich erstmal hier um seinen ganzen Kram kümmern. Geht's dir jetzt wieder besser? Ja, läuft doch. Es läuft doch. Geht's dir sonst? Ja, sonst musst du trinken und so, ne? Das kannst du hier drin machen. Meine Stimme schlägt schon wieder an, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Ich bin auch nicht krank oder so. Okay, Ravi, was ist dein Problem? Du hast Hunger ein bisschen. Kümmert sich dann Lilly um dich? Ja, macht sie. Also, wenn du hier auf Klo musst, dann solltest du auch auf Klo gehen. Erster Tipp. Zweiter Tipp, habe ich dir gesagt, du sollst malen. Ja, bisschen verpeilt hier. So, Ravi spielt da noch fein. Zack ist hier noch am Dingensen und wartet hier gespannt auf Akiro. Spiritus ist ja danach dran, ne? Die kann sich aber jetzt schon mal um ihre Bedürfnisse kümmern, indem sie Heu frisst und was trinkt. Und ansonsten geht's ihr gut, gut. Lilly malt jetzt. Ja, mal auch mal ein bisschen schneller, weil ich gerne das Bild verkaufen möchte. Du brauchst gar nicht so gucken. Hast du ja noch geschafft hier. So.
Tatsächlich bin ich ein bisschen überfordert gerade. So, du hast Hunger. So, James. Weh, du lässt... Ah, lecker. Oh. Super gemacht. Da kannst du jetzt auch schnell was essen. Genau. Und wenn du das getan hast und deinen ganzen Zeugs, Dingensbummens analysiert hast, kannst du hier auch zu Ravi gehen und dem was zu essen geben. Oder das macht dann Lilly. Lilly gibt ihm was zu essen. Aber erst später, weil sie jetzt noch malen will. Kuscheln, nee, mit Ravi spielen, bla bla bla. Ich möchte gern hier füttern auf Boden. Und das finde ich gerade hier. Ja, ich habe es gefunden, seht ihr. Wie sieht es mit ihren Fähigkeiten aus? Vielleicht kriegen wir den Punkt noch voll. Ah, sieht schlecht aus. Aber kriegen wir bestimmt hin, wenn wir uns beeilen oder anstrengen. Du machst was mit Meo. Wow, und dann ist mein Spiel schon wieder am Stocken. Guten Tag, ich bin die Stockmama. Ach, jetzt ist es schon wieder. Jetzt geht's wieder. Königlichen Hof. König für einen Tag. Ja, schön. Wer in der Kindheit mit der Steckburg spielt, wird als Erwachsener logisch denken können. Ja, das ist ja sowieso Ravis Ding. Akiro geht's jetzt vom Sozialen her. Immer noch nicht Bombe. Ja, aber dann lauf erstmal. Spiritas braucht auch Bewegung. Die galoppiert auch herum. Und er frisst Heu und trinkt. Also Spiritas macht das. Okay, du malst noch. Wir sollten vielleicht auch langsam mal wieder ausreiten gehen. Und er schreibt in der Zeit vielleicht. Ich meine, Bombe geht es ihm jetzt auch nicht, aber schreiben kann er halt trotzdem. Schreiben. Ja, weiterschreiben. Und dann zu frösteln beginnen. Ja, es wird ja bald Winter, ne? Wie viel Grad haben wir denn? -1 Grad schon im Herbst. Wow. Das sind Temperaturen. Du wirst auch gleich gefüttert und du musst auch hier, duschen und so. Also nicht duschen, sondern gewechselt werden, die Windeln. Kriegt Lilly gleich hin, wenn sie hier einen Fähigkeitspunkt mal zu Ende gemacht hat. Ach ja, dauert noch eine Weile. Ich glaube, wir brechen die Aktion. Wow, das sieht gut aus. Ich bin aber überlegen, das aufzuhängen. Das sieht ja mega hübsch aus irgendwie. So, Level 6 erreicht, alles klar, schön. So, du kümmerst dich jetzt um Ravi und dann gehst du schlafen, ne? So, kümmerst du dich jetzt um Ravi? Warum sind denn keine Interaktionen verfügbar? Also, Ravi möchte dann auch die Windel gewechselt bekommen. Hier, und dann ins Bett gehen. Na komm, ins Bett legen. Er räumt auf, das ist schön. In den Schlaf lesen. Ach komm, mach das. Mit den Fingern zählen. Hier so, bitte sehr. Lese ihn in den Schlaf. Damit er dann auch ins Bett kann. Yeah, er hat Geld bekommen. Ich liebe Geld. Und du? Was machst du denn jetzt gerade? Gar nichts. Ja gut, hast du deinen Garten gepflegt, sag mal. Ja, ist gut, Mensch, jetzt heul doch nicht so los. Oh, es schneit schon. Ah ja, die ist im Augenblick inaktiv. Das ist ja schön zu wissen, ne? Also, nee. Das heißt, wir können Gartenarbeit jetzt gar nicht so lernen. Das heißt, wir müssen sie... Wir haben gar keinen Gartenarbeitsfähigkeitspunkt, fällt mir gerade auf. Haben wir ein Buch dafür? Wissenschaft? Nee, haben wir nicht. Und dein Display ist kaputt. Ja, super. Haben wir es vielleicht oben? Wir brauchen tatsächlich Gartenarbeit. Lesen. Nee, haben wir nicht. Okay, das heißt, vielleicht bräuchten wir entweder ein Tablet oder du gehst jetzt mal in die Stadt und holst dir ein Gartenarbeitbuch. Wo ist nochmal der Leseshop? Hier, ne? Nee. Hier. Imbiss. Kriegt man denn Bücher rein, ne? Und das heißt, es müsste ein Buchzeichen sein. Hier? Ja. Buch kaufen. So, bitte sehr. Ist gar nicht so weit weg. Geht noch.
Und Ravi geht's gerade nicht so gut. Er hat Hunger. Warum hast du ihn nicht gefüttert? Hör auf Boden füttern. Das habe ich dir nämlich vorhin schon aufgetragen. Da, bitte sehr. So, du, ach Mann, hier geht's allen so kacke. Zack hat Hunger. Hier sind noch Waffeln. Als was hast du dich denn hier schon wieder verkleidet? Duschen gehen möchte auch. Warum haben wir eigentlich eine blaue Dusche? Fällt mir gerade jetzt erst auf. So, duschen. Da ist noch ein Klo da drin und es sieht so versüfft aus hier alles. Nicht gut. Ich sollte das wirklich vielleicht mal alles irgendwie verändern. So, du. Wo ist Ravi denn jetzt? Was macht Ravi? Hä? Du brauchst den jetzt... Ich habe das doch weggeklickt. Geh wieder runter, Mensch. Ach, Ravi, es tut mir leid. Wir haben eine chaotische Familie. Schreiben Level 4. So, warte. Gartenarbeit. Fähigkeiten. Und da holen wir uns die Gartenarbeit-Fähigkeit. Wenn wir sie finden. Charisma wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Gartenarbeit 1 und Gartenarbeit 2. Ne, wir sind hier schon bald beim 3. Ich hätte nur gern Gartenarbeit. Geschicklichkeit ist das alles nicht. Ja, okay. Ich finde es gerade ganz schlecht. Hier. Kaufen wir. Und dann sollten wir wirklich immer uns zu Potte kommen. Und eigentlich ist die Tagesstätte auch so eine Sache. Ich möchte es eine Weile behalten, aber ob das jetzt Lillys Beruf für ewig ist, weiß ich halt auch nicht. Eben so. Okay, was machst du denn da? Ach ja, Ravi auf den Boden füttern und dann ins Bett legen, bitte. Ja, in den Schlaf lesen und ins Bett bringen. Ich denke, sie bringt ihn jetzt hier unten ins Bett, aber das stört mich jetzt eher weniger. Was machst du da? Ach, du kommst nach Hause gesprintet. Bist du gelaufen, Mensch? Warum hast du hier kein Taxi geholt? Und aufs Klo. Ah, deswegen sprintest du so. Mhm. Du musst auch bald schlafen. Du kannst auch gleich schlafen, wenn du Ravi ins Bett gebracht hast. So. Zack ist noch am Duschen und darf gleich schlafen. Er muss Pipi. Ach ja, da geht ja gerade Pipi machen. Und... What's the matter? Okay, er muss jetzt Gartenarbeit hier mal lernen. Hier, so. Les. Du hättest auch erst auf Klo gehen können, ne? Das ist so... Ach, du warst schon auf Klo. Ja gut, dann brauchst du ja nicht mehr zu gehen, Mensch. Manchmal kriegt man hier so ein bisschen die Krise. Kochen brauchen wir nicht. Ich möchte gern Gartenarbeit. Das ist schon wieder ganz unten. So. Du bist schlafen. Müsste ich eigentlich ihn küssen. Ja, bei euch läuft auch momentan nicht so viel. Oh nein, Katz ist einsam. Mach was mit die Mietz. Mit die Mietz vor allem. Ich will nämlich die Tiere eigentlich nicht abgeben müssen. Weil ich die dazu schon zu lieb hab. So. Warum kriege ich die Katze jetzt nicht geklickt? Was macht Ravi denn jetzt schon wieder? Warum hat er nichts zu essen gekriegt? Stopp. So, du könntest... Hallo. Was soll das denn? Ich habe ihr schon tausendmal gesagt, sie soll Ravi etwas zu essen geben. Auf Boden füttern. So, jetzt pass dich auf, damit du es ja auch wirklich machst. So, machst du es jetzt. Was hast du hier für ein Problem? Du hast Hunger, dann geh doch was essen, Mensch. Wehe, du gibst ihm jetzt nichts zu essen. Ich krieg die Krise. Der arme junge Mensch. Warum machst du das draußen? Im Regen natürlich. Ich verstehe das nicht. Was soll das? Dann fütter ihn halt im Hochstuhl. Ja, wer ein guter Gärtner werden will, dann hier bitte sehr. Das nächste Mal gehe ich das James auf. Mensch, du kannst gar nichts. Und du willst Mutter von, was weiß ich, wie vielen Kindern werden. Der ist hier halb am Verhungern, Mensch. Und ich reg mich schon wieder viel zu sehr auf, ne?
so. Und jetzt gibst du ihm auch was zu essen. Babynahrung, so. Ach, das klappt jetzt. Das ist ja schön. So. Und da du das alles nicht kannst, gehst du jetzt noch was essen, damit du ihn dann noch ins Bett bringen kannst. Hier kannst du das Klo noch benutzen. Und dann legst du Ravi oben rein und dann erst dann darfst du schlafen gehen. So, schlafen. Sie kann nicht schlafen, weil Ravi weint. Ja, das würde ich auch machen, wenn ich Ravi wäre. So. Die ganzen stinkenden Sachen schon. Kurz in die Wäsche gucken. Was machst du schon wieder? Dann geh doch wenigstens schreiben, wenn du hier nichts zu tun hast. Damit du auch mal was Sinnvolles machst. So. Das ist alles so ein Stress hier. Bist du jetzt... Ach so, ich dachte jetzt schon, hä? Ravi ist total müde. Beeil dich mal ein bisschen. So, du, wie weit sieht's mit dir bei der Gartenarbeit aus? Ah, bräuchte ich Level 4 sogar schon. Ja, dann müssen wir halt jetzt bauen, ne? Spiel im Stadion sehen. Nee, irgendwie nicht. Siehst du hier? Ravi hochnehmen. Ja, okay, nee, machen wir jetzt auch nicht. Ich glaube, die Tagesstätte bleibt auch. Die Leute sagen, dass Oscar Olsen in Wirklichkeit ein Alien ist, das heimlich in unserer Nachbarschaft lebt. Ja und? Ja, und was ist denn jetzt? Warum habe ich das jetzt? Warum weiß ich das jetzt? Du bringst jetzt Ravi hoffentlich mal ins Kinderbett, weil der arme Junge ist total gänzlich verwirrt oder so. Ich weiß es ja nicht. Das wäre ich nämlich auch, wenn meine Mutter mich schon tausendmal ins Bett hätte bringen wollen. Nicht, dass sie das jetzt noch macht oder so. Aber, und dann macht sie das einfach nicht. Und du sitzt so da als kleines Baby und denkst dir so, eigentlich bin ich totenmüde. Aber ja, ob Ravi noch irgendwann vom Jugendamt abgeholt werden wird, das sehen wir in der nächsten Folge. Dann würde ich sagen, bis dahin, dann bis dann und habt noch einen schönen Tag. Ciao.